Trotz einiger anfänglicher Herausforderungen entschied sich Eintracht Frankfurt schnell zu investieren und zahlte 16,5 Millionen Euro an PSG, um Hugo Ekitike endgültig zu verpflichten. Mit 4 Toren und einer Vorlage in seinen letzten 5 Spielen in der Bundesliga hat der junge französische Stürmer bereits seinen Wert gezeigt. Jetzt, im Alter von 22 Jahren, ist Ekitike begeistert, sein Talent noch mehr zu zeigen. Laut der Zeitung Bild hat er sich im Training hervorgetan, viele Tore geschossen und großen Enthusiasmus und Motivation gezeigt. In einem Interview mit der Bild teilte Ekitike seine Begeisterung. Ich bin 100% motiviert, mein Bestes zu geben und einfach Spaß am Fußball zu haben. Ich kann die kommende Saison kaum erwarten, sagte er. Der Spieler, der im Winter aus Paris gekommen ist, gab zu, dass er etwas Zeit brauchte, um sich an das Spieltempo zu gewöhnen. Aber er fühlte, dass er am Ende der Saison noch genug Energie hatte, um weitere 10 Spiele zu spielen. Jetzt ist er begeistert, eine ganze Saison mit Frankfurt zu bestreiten, und er ist voller Optimismus für das, was kommt. Ich bin zuversichtlich, dass wir viele schöne Momente und positive Erfahrungen haben werden, sagte er. In der letzten Saison hatte Ekitike nicht so viel Aufmerksamkeit wie Omar Marmoush, der mit 17 Toren der beste Torschütze von Eintracht war. Jetzt bereitet sich der junge Franzose darauf vor, der neue Star des Teams zu werden. Zusammen haben er und Marmoush großes Potenzial, ein effektives Duo zu bilden, da sie sich auf dem Spielfeld gut ergänzen. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.